Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal ein bisschen was anderes für euch. Denn ihr habt es mitbekommen, Maybelline hat die Vinyl Superstay Vinyl Ink Lippenstifte Liquid Lipsticks rausgebracht. Und ich möchte heute mit euch so ein bisschen back to the roots gehen. Wir werden die Produkte auftragen. Alle Farben, die ich hier habe. Ich zeige euch einfach die Farben, wie sie sind und dann werden wir einen Langzeittest mit Liquid Lipsticks machen. Normalerweise mache ich einen Langzeittest meistens mit Foundations oder mit Primern. Habt ihr in den letzten Wochen recht häufig hier gesehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch mal über Lippenprodukte sprechen. Ihr wisst, ich liebe die Superstay Matte Inks. Die matten Liquid Lipsticks sind für mich wirklich mit einer der besten aus der Drogerie. Die sehen aber ziemlich, ziemlich cool aus. Maybelline hat in den letzten Jahren wirklich super virale Produkte rausgebracht, die auf TikTok total durch die Decke gegangen sind. Und ich dachte mir, wir probieren das Ganze aus und schauen, wie das Ganze funktioniert. Und bevor es weitergeht mit dem Make-up, zeige ich euch ganz schnell, wie ich meine Haut aufs Make-up vorbereite. Hier trage ich tatsächlich noch Make-up und wollte euch unbedingt den The Calm Balm vorstellen, der das Make-up wirklich zum Schmelzen bringt. Ein bisschen über die Augen gehen und dann einfach mit dem Microfiber Multitool abnehmen und der gröbste Schmutz und das Make-up ist schon weg, ohne dass die Haut gereizt ist. Dann geht es weiter mit dem Double Bubble Reinigungsschaum, der nimmt wirklich nochmal den gesamten Schmutz aus der Haut raus. Dann benutze ich das Spray, um meine Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Da ist nämlich Hyaluronsäure mit drin. Den Repair Hero liebe ich total. Das ist ein super feuchtigkeitsspendendes Serum und sorgt schon für so ein, ja, ist schon fast wie so ein Primer und die perfekte Grundlage fürs Make-up. Und zu guter Letzt benutze ich noch meine Tagescreme. Die zieht super schnell ein, hinterlässt eine wirklich schöne, frische und pralle Haut. Und falls euch die Produkte von Jebroda interessieren, dann könnt ihr mit meinem Code 30% sparen. Ihr seht, meine Haut ist richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Also habe ich auch die perfekte Grundlage für die Foundation. Ich benutze heute tatsächlich auch die Maybelline Luminous and Smooth Normal to Dry in der Farbe 120. Muss mir aber ein bisschen was anderes reinmischen. Und zwar ein Tropfen von diesem NYX Bare With Me Concealer in Camel, um so ein bisschen die Farbe zu mischen, weil ich sehr viel Selbstbräuner im Gesicht habe und damit verändert sich nicht unbedingt die Foundation an sich, sondern eigentlich nur die Farbe und ihr seht, es passt viel, 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 viel besser. Verteile mir das Ganze erstmal hier mit einem Lidschattenpinsel und dann wechsle ich zum Letizia und Maxim Nummer 1 und blende das Ganze ein. Ich will euch einfach nur so ein bisschen mit hier durch meine Base nehmen, einfach ein paar neue Produkte ausprobieren, denn wir haben auch ein Cheek Kit in einer neuen Farbe hier und wir haben eine neue Mascara von Maybelline, die jetzt auch angekommen ist. So ein bisschen behind the scenes interessiert euch ja immer vom Influencer-Leben. Maybelline macht das mittlerweile sehr, 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 sehr gut. Sie schicken vorab eine E-Mail. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Schicken eine E-Mail mit so einem Online-Zugang, wo man sich dann die Produkte selber aussuchen kann. Weil oft ist es so, dass Firmen alles schicken und das ist so viel, dass man dafür eigentlich gar keine Verwendung hat. Das ist Verschwendung und wir wollen ja auch alle so ein bisschen auf den Planeten achten, ne? Das macht Maybelline wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Und demnach habe ich natürlich dann auch immer nur die Produkte, die ich jetzt ganz spannend finde. Die Foundation ist einmal eingearbeitet. Ich mache ein bisschen weiter mit Concealer. Tatsächlich liebe ich im Moment, vor allem jetzt bei den Temperaturen, den Essence Camouflage Concealer in Matt. Der ist halt recht dunkel, dadurch, dass ich aber im Moment selbst rechthand bin, funktioniert der ganz gut, um das Lila bzw. das Grau unter meinen Augen so ein bisschen zu korrigieren. Auch den lasse ich kurz eintrocknen und dann blende ich mir den aus und habe wirklich ein super, super smoothes Under Eye. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe euch die Cheek Heat Produkte auf jeden Fall schon mal gezeigt. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich habe die Farbe Coral tatsächlich selbst noch nie ausprobiert. Ich glaube, ich habe mir einmal irgendwann selber gekauft. Und ich muss sagen, die sind echt cool. Die sehen auf den Lippen tatsächlich auch wunderschön aus. Und den helleren Concealer lasse ich auch einmal kurz auf meinen Augen drauf. Und jetzt nehmen wir die Farbe Coral einfach mal. Oh, sehr eng. Oh, sogar noch zu. Ist eine sehr, sehr schöne Koralle-Farbe. Ich blende mir den mal aus. Die sind tatsächlich so ein bisschen schier. Also nicht ganz so krass deckend wie so ein klassischer Blush. Aber die funktionieren auf Haut ohne Foundation sehr, 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 sehr gut. Ich stempel mir das einfach mal hier so ein bisschen rauf. Die sind auf Wasserbasis, soweit ich weiß. Ja, Wasserbasis. Und sind natürlich schön kühlend und ein bisschen erfrischend. Geht so ein bisschen ins Orangene. Ich glaube, auf Haut ohne Foundation kommen die auch immer noch so ein bisschen besser raus. Es funktioniert aber, es zersetzt die Foundation auf jeden Fall nicht. Und auf den Lippen sind die halt wirklich, wirklich toll. Ich muss sagen, diese
Luminescent Smooth, ich mag die tatsächlich im Moment echt gerne. Ich sette das Ganze mit dem Microfiber Multitool Mini und dem Huda Beauty Easy Bake erstmal ganz leicht, weil das sehr, sehr fein gemahlen ist. Und dann baue ich mir das Puder unter den Augen auf. Ich mache einmal mein Make-up kurz fertig und dann kommen wir zu den Superstay Vanille Inks. Die Base ist einmal drauf. Jetzt tragen wir doch ganz nochmal schnell hier die Mascara auf. Das ist die Sky High in Cosmic Black. Ich weiß nicht, ob die neu ist. Die Sky High habe ich damals wirklich geliebt und ist auch eine sehr, sehr gute Mascara. Ich habe sie mir jetzt erstmal nicht nachgekauft wegen des Umzugs tatsächlich, weil auch so eine Mascara, ne? Eine Mascara wiegt vielleicht nichts, aber wenn du 50 hier hast, dann doch schon ein bisschen. Ich curl mir einmal die Lashes. Packaging ist dasselbe wie die andere, nur diesmal in schwarz. Ich weiß gar nicht, die andere war doch auch schwarz, oder? Okay, eine Schicht. Muss ich sagen, gefällt mir gut. Ich sehe jetzt keinen Unterschied zur anderen, aber wenn es die wieder im Sortiment gibt, dann ist das schon mal was Gutes. Okay, Freunde, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Farben der Vinyl Inks. Packaging sehr, 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 sehr schön. Wir starten tatsächlich mit der dunkelsten Farbe, die ich habe, und das ist die Farbe 55 Royal. Ich habe die gestern schon mal getragen, einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Sie riechen sehr, 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 sehr gut. Ein bisschen stärker, finde ich, als die Superstay. Sie riechen ähnlich wie die Kylie Cosmetics Liquid Lipsticks früher gerochen haben. Das war tatsächlich nur ein Swipe. Sie fühlen sich sehr, sehr leicht an. Noch ein bisschen klebrig, aber ich liebe die Farbe. Wow, was für ein Look. Farbe lieben wir. Wunder, wunderschön. Er trocknet gerade so ein bisschen an und er ist tatsächlich auch nicht so richtig, richtig matt. Na, das ist ja diese Vinylformulierung, die so ein bisschen glänzend aussieht. Sie fühlt sich aber sehr, sehr gut an. Ich lasse den jetzt mal noch nicht ganz runter trocknen, denn wir haben noch 4. Ich muss einmal schnell runtergehen, Abschminkzeug holen. Jetzt sind die trocken, ne? Und stempeln nicht ab. Sie sehen aber nicht trocken aus. Das gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser aktuell als diese super, super Mats. Aber wir schauen mal, ob wir sie abkriegen. Das ist natürlich das Spannende. Oh, ich liebe den Look gerade. Okay, es geht mit dem Kosmetiktuch. Aber schwer. Okay, hat funktioniert. Wir machen weiter mit der Farbe 030 Unrivaled. Die ist so ein bisschen mehr ins Pink. Auch eine schöne Farbe. Ist so ein bisschen frühlingshafter, geht leichter ins Pink, aber auch hier, ihr seht es, die Zähne sehen sehr, sehr weiß aus, haben also einen recht hohen, in Anführungszeichen, Blauanteil drin. Die Farbe ist auch schön. Schreibt mir mal eure liebste Farbe in die Kommentare. Wir machen weiter mit der Farbe Capricious ist. Wesentlich pinker ist die Farbe 45. Hot. Oh, nice. Was mir direkt auffällt, dieser Applikator, der ist halt echt krass, weil du direkt eine scharfe Kontur mitziehen kannst, ne? Also ihr seht es, ich benutze keinen Lip Liner. She's Hot Pink. So seht ihr das Ganze auch nochmal von Namen. Das ist wesentlich pinker, aber auch die Farbe gefällt mir gut. Ich weiß gar nicht, ob die Farbe jetzt so wirklich pink hier in der Kamera rauskommt. Ich probiere das im Nachhinein so ein bisschen anzupassen. Aber I love it. Meine armen Lippen heute, ey. Haben noch 2. Der Geruch verfliegt tatsächlich schnell, also ich nehme ihn nicht mehr wahr, wenn das Produkt auf den Lippen ist. Dann haben wir die Farbe 20 Koi. Die ist so ein schönes lila-stichiges Nude. Auch schön für den Frühling jetzt. Die Farbe geht eher so ein bisschen ins Lila, wobei ich mir die Farbe auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann, wenn ihr dunklere Haut habt, weil sie so einen leichten, nudigen Unterton hat dann und so ein bisschen Farbe gibt. Ich würde mir wünschen, ich weiß gar nicht, ob es die gibt von Maybelline, wirklich in hellen Beige-Tönen und in Brauntönen. Also eine Vielzahl an Nude-Farben, weil das ist jetzt alles so Reds, sind halt sehr klassische Farben, ne, die jedem und jeder von uns stehen irgendwie im Alltag, aber so ein schönes Nude, egal ob ein helles Nude oder ein dunkles Nude, I love it. Und die letzte Farbe, die wir auftragen und die ich jetzt auch heute den Tag übertragen werde, ist die Farbe Red Hot. Ein sehr, sehr hottes Red, würde ich jetzt mal annehmen. Verpackung, ich muss sagen, die gefallen mir echt gut. Der Duft ist wahnsinnig toll. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, bei der Kontur. Die ist von der Viskosität her ein bisschen dünner. Lass es mal kurz antrocknen, geh noch mal ein bisschen rüber. Da würde ich tatsächlich
mit anderthalb Schichten rübergehen. Ist ein sehr, sehr helles Rot. Ich dachte, dass es eher ein bisschen dunkler ist. Ich muss aber sagen, die Farbe, wenn ihr sehr, sehr hell seid, wunderschön. Die lassen wir jetzt antrocknen. Wir starten in den Tag. Es ist jetzt 7. Also wir haben noch eine Menge Zeit heute, den Lippenstift zu tragen. Ich werde euch zwischendrin mal so ein kleines Check-in nehmen. Ich werde trinken, ich werde essen, ich werde arbeiten. Einfach so einen typischen Tag machen. Ich werde auch mal eine halbe Stunde eine Maske hier zu Hause tragen, um zu schauen, wie sich das Produkt mit einer Maske beispielsweise verträgt. Weil das ja doch von der Textur her kein matter Liquid Lipstick ist. First Impression aber, sie gefallen mir sehr gut. Ich mag das Gefühl auf den Lippen, auch wenn sie antrocknen. Es ist nicht so spannend, es ist nicht so crusty. Ich starte in den Tag. Wir sehen uns später. Es ist mittlerweile schon, ich glaube, 11:30 oder so. Gegessen habe ich noch nichts, aber getrunken. Im Hintergrund hört ihr den kleinen Poldi ein bisschen rumtapern. Der ist ein bisschen verwirrt, der ist schon ganz schön alt. 17. ja, der weiß immer nicht, wo er gerade steht und was er eigentlich machen wollte. Ich muss sagen, mir gefällt die Farbe sehr, sehr gut. Ich habe mich mal schon umgezogen, heute ist es super, super warm. Ich habe auch eine Menge schon getrunken heute und da ist mir aufgefallen, dass ich immer nur eine Stelle abgestempelt hat, wo ich mit einer zweiten Schicht drüber gegangen bin. Also an der Kontur beispielsweise. Ansonsten nichts. Und das ist auch ganz verrückt. Die Lippen sind nicht klebrig. Klebrig ist ja immer so ein bisschen negativ. Man merkt, da ist etwas drauf. Es fühlt sich aber sehr leicht an. Es spannt nicht und es sieht einfach wunderschön aus. Ich werde mir jetzt mal eine Kleinigkeit zu essen machen und dann schauen wir mal, wie es danach aussieht. So, wir machen einen Live-Test. Ich habe mir ein bisschen was zu essen gemacht. Es sieht wirklich wahnsinnig schön aus. Für mich, also jetzt mit dem Outfit jetzt nicht mehr so voll, war schon echt nice. Ich habe so tolle Bilder gemacht. Wir probieren es jetzt. So ungewohnt, weil ich meistens mittags immer alleine esse hier. Jetzt abends dann erst mit Danny. Geht. Der Löffel ist sauber. Mehr oder weniger. Es hat nichts abgestempelt. Ich esse hier mal in Ruhe auf und dann zeige ich euch das Endergebnis. Seid ihr bereit, Freunde? Ich habe gerade aufgegessen. Also man sieht, dass es sich hier, da wo die Lippen ein bisschen feuchter sind durch den Speichel, so ein bisschen separiert hat, aber es hat eine dicke Portion Pasta mit Käse und ein bisschen Öl, hat es echt gut überstanden. Hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet. Ich dachte beim Essen schon so, naja, ich glaube, jetzt neigen wir uns dem Ende, weil ich dann natürlich vor der Kamera esse ich ganz vorsichtig und sobald die Kamera aus ist, kommt der Italiener raus und dann aber völlig in Ordnung. Ich habe mir jetzt auch nochmal schnell eine Maske angezogen, denn ich werde jetzt mit dem Hund rausgehen und wir schauen, ob irgendwas vielleicht abstempelt. Ich werde dabei ein bisschen telefonieren, dass meine Lippen sich auch bewegen. Aber ich habe ein echt gutes Gefühl. 20 Minuten später bin ich jetzt auch zu Hause. Und ein mini bisschen. Tatsächlich ähnlich wie das Abstempeln beim Trinken oder so. Das ist bemerkenswert. Also ganz ehrlich, ich habe gerade einen Gedanken, hatte ich gerade. Ne? Für was kosten die 10 Euro, 7 Euro, 8 Euro? Iconic. Wir machen mal weiter und dann will ich nachher noch was mit dem Yipoda-Produkt ausprobieren. Ihr seht das, der Tag ist ziemlich lang gewesen. Aber der Lippenstift hat tatsächlich 2 Mahlzeiten, Maske tragen, alles Mögliche ausgehalten. Und ich habe mir jetzt gerade ganz kurz überlegt, hey, ich habe doch die Yipoda-Produkte hier, unter anderem diesen Kahnbaum. Wir probieren jetzt, ob dieses Schätzchen hier, was ja das komplette Make-up löst, das Schätzchen auf den Lippen wegbekommt. Ich benutze einfach den Kahnbaum, nehme mir so ein bisschen hier raus, gebe mir das erst hier auf meine Hand, das schmilzt dann, ne? Da sind ja Öle drin. Dann gebe ich mir das hier rauf, lasse das kurz ein bisschen aufweichen. Du merkst es schon sofort. Und dann nehme ich mir mein Microfiber Multitool. Und das hat es tatsächlich hinbekommen. Meine Lippen sind so ein bisschen eingefärbt, aber der Kahnbaum ist halt krass, ne? Der löst halt alles komplett auf. Selbst die fettige Paste hat es aber nicht geschafft, den wegzukriegen. Also braucht ihr wirklich ein Produkt, wie beispielsweise den Kahnbaum, der
der das wirklich komplett auseinander nimmt. Und das macht der Kahn bei mir auch vom Make-up. Ich verlinke euch die Produkte von Yepoda einmal unten in der Infobox. Schaut da unbedingt vorbei und denkt an den Code, bereitet euch so ein bisschen für den Sommer vor. Ich liebe die Vinyl-Inks. Sie haben wirklich, wirklich gut gehalten und ich freue mich, wenn vielleicht bald noch andere Farben davon rauskommen würden. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!